Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf der Ameisenfarm. Einen wunderschönen Wochenstart zum Montag. So, ich habe zwischendurch einmal Cosplay aktualisiert. Die 1920 für Dinger kosten. Wir haben jetzt die 00051.dev. Also die Spritze können wir wieder auf Feld 45 zurückschicken. So, das war Feld 45, wenn mich nicht alles täuscht. Ein kurzer Blick. 45, yep. So. Ist unterwegs. Die ganzen Cosplay-Fahrer sind schon wieder unterwegs und Autodrive-Fahrer. Wir haben ja noch ein paar Missionen. Feld 45 ist schon zur Hälfte fertig. Also das wird sich gerade nicht so ausgehen. Wir haben jetzt 47% mit einer vollen Herbizid-Ladung abgeschlossen. Das heißt, wir werden genau 6% zu wenig haben. Also werden wir noch einmal auffüllen müssen. Dann Feld 10, die Rüben sind auch schon zu 33% fertig. Feld 42, die Gerste, 23% fertig. Und Feld 36, das Palmpressfeld, auch noch unterwegs. So, die Mäher sind auch fleißig am Mähen. Hier bei dem kleinen Feld habe ich auch einen Cosplay-Fahrer eingesetzt. Das müssen wir jetzt dann schwaden und einsammeln, bevor wir den Stall platzieren können. Der Mäher ist noch unterwegs. Der wird auch noch über eine Stunde unterwegs sein. Der Johnny ist am Abladen. Mal sehen, wie viel Prozent das schon sind. 24%. Der Drescher ist wie immer voll. Der Abfahrer für die Rüben kommt wieder zurück und der Rübenrad ist wie immer voll. Die Spritze müssen wir dann wieder ansetzen. Wir waren hier. Das heißt, wir brauchen einen Schwader. Und zwar, wir würden dann welchen nehmen? 6 Meter für 18.000, 9 Meter für 29.000. Da wäre ich bei dem klassischen Kuhn Zweikreiselschwader. Ja, den könnten wir auch schwarz machen. Nein, blau nicht. Ich glaube, der Schwarz schaut am besten aus. So. Und dann wollten wir ja auch noch, wenn ich mich recht erinnere, die ganzen Meeresfrüchte verkaufen. Beziehungsweise den Fisch. Und dazu brauchen wir dann Fahrzeuge, beziehungsweise einen Autolad-Anhänger. Irgendein Fend ist schon fertig. Ich glaube, die kleinen Fends würden den Schwader nicht packen. Müssen wir mal schauen. So. Der ist fertig. Das machen die ganz gut. Denn mit 7 Meter, das ist schon eine ordentliche Arbeitsbreite. So. Wenn man das so schaut. Ja. Nein. Die Spritze. Jetzt ist noch die Frage, wo hat der aufgehört? Ich glaube hier irgendwo. Ja, genau. Das war hier.
On the way home. Achso, habe ich den Kurs rausgeworfen. Muss ich aber wieder mal einordnen. So, 45. Und weiter geht's. Ja, passt. So, die haben abgeladen. Okay, der wartet noch. Der ist bald da. Der lädt. Der ist auch bald fertig. Der ist auch noch fertig. So. Jetzt kann ich ja mal versuchen. Ja, ein bisschen waschen. Und dann. Ja. Achso, ich habe weiche Vorgewände. Den lässt er ein bisschen stehen, aber das ist halb zu wild. So. Stellen wir den mal hier hin. Ach, was soll's. Ich setze einfach den MB-Truck hier zum Schwaden ein, das geht relativ schnell. So. Dann Schwaden. Feld 34. Dreimal Vorgewände. Überlappung braucht nicht so viel sein und generieren. Zurück und los. Feld 34. Schwaden. 9,3 Meter. Den Kurs werden wir eh nicht nochmal verwenden können. Weil eben wir hier dann den Buhstall platzieren. Und da müssten wir wieder neu einfahren. So. Das heißt, die drei fahren wir jetzt zurück und dann holen wir uns mit einem Fischverkauf einen passenden Wagen. Wir haben jetzt eh nur mehr 500.000. Aber wir haben ja bei der letzten Folge kurz mal überschlagsmäßig ausgerechnet, dass wir eben knapp 200.000 mit Fisch einnehmen werden. Das heißt, so und den auch. Das heißt, wir können für knapp 200.000 eh einen Wagen plus eventuell LKW oder einen Traktor mit Dolly, müssen wir mal schauen. Das heißt, nein, RNG. Scholle. Das sind 6 Paletten. Sechs, zwölf und bei den anderen waren weniger. Okay, speichern, kannst du machen. Dann müssen wir schauen, wo wir das alles verkaufen. Ist es ein gemeinsamer Abladepunkt? Hier hätten wir Aldi. Hier hätten wir Lidl. Hier hätten wir auch Lidl. Und Aldi. Also Aldi und Lidl. Jetzt ist die Frage, wo sind die ganzen? Aldi ist da ganz unten und Lidl ist hier oben irgendwo. Lidl ist hier oben. Das heißt von da zuerst Lidl. Und Lidl war Hering und Krabben. So, Hering, Maximum und Krabben, Maximum. Und dann brauchen wir jetzt eben einen Anhänger. Und da habe ich jetzt Autolot-mäßig, was wirklich auch gut funktioniert, eigentlich nur diese Kögeldinger.
Gibt es die verschiedensten? Was sind hier Edeka? Kaufland. Nur Lehrer ist auch beinahe zu wenig. Das heißt so einer. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Das passt hier nicht schlecht. So, Konfiguration. Autoload. Bereitreifen. 136.000 Euro. Das heißt, wir haben nur mehr 64.000 theoretisch zur Verfügung. Und da gerade alles unterwegs ist, der LKW oder sonst ein Traktor plus Dolly. Mein Dolly kostet auch schon 4.000. Und ein Traktor. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Das sind starke Traktoren. Wir fahren nur 50. Aber für die Transportarbeiten ist, glaube ich, besser, wenn wir einen LKW organisieren. So, welche Farbe gibt es denn? Orange, Kirsche, Weiß, naja, Rot, Grün. Ich wäre beim Grünen. Armer. Da lassen wir Standard. Schwarze Felgen, ja. Spiegel. Lassen wir die doppelten. Lenkrad. Machen wir das offene. Ja, lassen wir das. Und dann hier, was ist hier, Metall oder Kunststoff? Wenn schon Metall. Kamatz, irgendein Russending. Kaufen. Ui. Das ist ein ordentlicher Größenunterschied. Aber naja. So. Das funktioniert schon einmal. Und du fährst einfach mal zum Hafen. Und dann schauen wir weiter. Hafen. Ja, wirst du das schon machen. So, und er macht das schon brav. Spritz ist unterwegs. Er wartet wieder einmal. Da kommt er gerade zurück. Er wartet auch. Der Abfahrer kommt. Hier schon. Mehr mit. Und er fährt. Das heißt, wir können hier ein bisschen waschen. Und dann werden wir hoffentlich ordentlich Einnahmen generieren. Jetzt muss dann das Gras weg, das werden wir, entweder holen wir uns gleich eine Presse, weil den Autoload-Anhänger hätten wir ja jetzt. Dann könnten wir gleich Silageballen pressen, dann hätten wir gleich mehr Silageballen als die drei da hinten, für Kühe. So. Da werden wir, glaube ich, auch irgendwann einmal diese Waschanlage benötigen. Und da könnten wir theoretisch alle drei Fans auf einmal reinstellen und einmal in einen Waschgang säubern lassen. So. Ja. Weil da geht schon einiges an Zeit drauf. Wie die Reinigung. Ja. Mal beide so reinigen. Mal schauen.
Und ich sehe da oben links der Zuckerrüben. Roda wird abgeladen. Aber bei den Racer funktioniert es irgendwie nicht. Oder? Ja, doch. Hat auch abgeladen. Wunderbar. So. Den noch. Weil da müssten die drei Fans wieder frei sein. Und den Ladewagen werde ich dann wieder mit einem MP-Truck ziehen. Oder die Palmpresse. So. Und fertig. Der kommt auch schon an. Müssen wir da hinten sind jetzt irgendwo der Träger. Da stehen die Palettchen schon. Wo hätten wir jetzt? Hätten wir schon Pilots. Und der MP-Truck ist auch schon fertig. Ja, für die paar Paletten ist das doch ein etwas großer Anhänger. Das wäre dann Jetzt muss das nun mal funktionieren. Abladen und sicher mit Spanngurten. So, jetzt müssen wir da nur mal rauskommen. So. Das heißt, mit diesem Anblick sage ich, beenden wir die Folge für heute. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaut morgen auch wieder rein. Ein Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat, und bis zum nächsten Mal.